Hallo, meine Lieben, heute mal aus dieser Perspektive, denn ich dachte, ich mache spontan ein Video und nehme euch dabei mit. Ich wollte nämlich meine Do-Nails einmal neu machen und meine Nägel haben ein bisschen Regenerationszeit hinter sich. Das brauchen die ab und zu. Die sind verwöhnt worden mit ein bisschen Nagelöl und Nagelpflege und konnten sich ein bisschen erholen. Solltet ihr wirklich machen, wenn ihr auch eure Do-Nails macht, so ab und zu eine kleine Pause für die Nägel zu regenerieren. Die Zeit ist um. Ich freue mich mega, meine Nägel zu machen und dachte, ich nehme euch einfach mit. Ihr seht schon, ich habe hier Großes vor, denn ich wollte unbedingt mal diese Aura-Nägel ausprobieren. Und weil draußen so schön die Sonne scheint, vielleicht sieht man das hier auch so ein bisschen, habe ich mich hier für so ein bisschen Neonfarben entschieden. Ihr wisst, ich habe einen Code bei Do-Nails, wenn ihr da zuschlagen möchtet, könnt ihr das gerne immer tun mit extra 10%. Und den Code findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und der gilt nämlich auch immer auf diese Sets, die ihr euch bestellen könnt. Auch auf die reduzierten Sachen könnt ihr nochmal 10% extra euch schnappen. Möchte ich aber nur jetzt nebenbei erwähnen. Und ich bin so ready, hier meine Nägel neu zu machen und das auszuprobieren. Ist auch für mich das erste Mal, deswegen dachte ich, komm, ich nehme euch gerade einmal mit. Ich habe hier meine Liquids, die ich dafür brauche. Ich habe ja für mich auch diesen, wo ist er? Diesen Primer entdeckt. Also ohne den geht bei mir nichts mehr, der kommt immer vorher drauf. Natürlich, das zeige ich euch nur einmal, da könnt ihr auch in den anderen Videos schauen. Ich habe meine Nägel schon vorbereitet, das heißt immer die Nagelhaut wegzumachen. Da gibt es diesen Nagelschieber, den ihr auch in so Sets dabei habt. Dann einmal hier für die Nagelhaut ein bisschen wegzuknipsen, habt ihr den. Und dann natürlich eure Nägel in Form bringen, feilen und einmal kurz anbuffern, damit das Ganze auch besser hält. Wie gesagt, bei mir ist dann jetzt der nächste Step, dass ich mir diesen Primer auf meine Nägel mache, den einfach auch 2 Minuten einwirken lassen. Das mache ich jetzt einmal. Der ist übrigens, das zeige ich euch noch, wenn euch das interessiert, einfach sehr flüssig und könnt ihr auch einfach so, ohne aufzupassen, einmal hier drauf machen. Dadurch habt ihr dieses Lifting nicht so schnell und eure Nägel brechen auch nicht zu schnell und funktioniert bei mir, wie gesagt, sehr gut. Natürlich, bei Do-Nails ist auch immer diese Sache, umso präziser ihr arbeitet, umso länger halten eure Nägel. Das, wie gesagt, mache ich jetzt auch einmal auf der anderen Hand. Mal hier ein bisschen klar Schiff und dann legen wir los. Primer hat eingewirkt. Alles, was ich derzeit nicht brauche, ist erstmal so ein bisschen auf die Seite gewandert. Und ich starte wie immer und da gibt es dieses Base Powder, das wir benötigen. Ich mag das, wenn die Sachen hier alle schon parat sind. Wundert euch nicht, diese Matte ist so mitgenommen. Dafür sind die auch gedacht, ne, dass ihr euch die unterlegt. Die ist auch von Do-Nails zum Beispiel, damit ihr euch unten drunter das nicht kaputt macht, eure Möbel kaputt macht. Also legt euch unbedingt was unten drunter. Das hier ist viel vom Activator und so. Wenn der irgendwo drankommt, passiert nämlich sowas. Und deswegen, ich liebe diese Matte. Die ist bei mir auch immer am Start. Ich hole mir jetzt einmal hier, wie gesagt, mein Base Powder, das schon so ein bisschen leer ist. Also es geht dem Ende zu. Ich habe natürlich ein Backup, weil man das immer benötigt. Und schnappe mir meinen Basecoat. Der kommt jetzt wie gewohnt einmal drauf und man sieht das schon, ne? Früher gab es da immer so ein bisschen Probleme, diese Teilchen aufzudrehen, da sie aus Plastik waren. Die neuen Glasflaschen sind echt top, da hat man diese Probleme nicht mehr. Und ich habe von vielen von euch auch gehört, dass man ab und zu die Sachen verklumpen. Ich zeige euch das hier einmal, denn deswegen habe ich das dahingestellt. Ihr könnt euch bei Do-Nails auch immer diese Pinselchen natürlich nachkaufen und am besten nach jedem Schritt immer die Pinselchen so ein bisschen wegmachen und auch bevor ihr das nächste auftragt, so ein bisschen eure Nägelchen sauber machen, damit die Liquids sich, gerade der Activator, nicht mit den anderen Sachen vermischt, weil sonst gibt's Klumpen. Ach, ich schon wieder. Schnattermodus aktiviert. Nehme mir hier jetzt meinen Basecoat und trage mir den
in dünnen Schichten. Also versucht echt, da dünne Schichten aufzutragen, weil umso präziser ist natürlich später euer Ergebnis und was ich euch gesagt habe, umso länger halten natürlich auch eure Nägel. Das dauert ein bisschen, auch ich bin lange kein Profi, aber ihr bekommt das immer besser hin. Ich sage immer, dieses System ist so anfängerfreundlich, es geht so schnell, ich liebe das. Es ist bei mir super haltbar und muss so einiges immer mitmachen. Ich glaube, wenn ihr eure Hände nicht zu viel belastet oder einen zu krassen handwerklichen Beruf habt, dann halten die Nägel sogar noch länger. Wie gesagt, bei mir, ich bin schon fasziniert, dass die Nägel überhaupt immer so lange halten. Base Coat ist einmal drauf und dann geht es normal im 45 Grad Winkel ab ins Puder. Weil mein Puder schon so leer ist, ihr könnt natürlich auch immer so rücklings einmal in euer Puder reindipsen. Ihr könnt das mit dem Teilchen, was ich jetzt schon weggelegt habe. Ihr könnt das auch einfach so drüber fallen lassen. Ne? Da ist nämlich so eine kleine Schaufel dran. Und dann einfach, wenn das einmal drauf ist, mit dem Pinselchen hier zurück ins Töpfchen, so das Überschüssige einmal wegmachen. Ihr könnt da ein bisschen parallel immer arbeiten. Das sage ich euch auch in den anderen Videos. Ich möchte jetzt einen Nagel einmal mit euch machen, denn ich merke schon wieder, dass ich ein wenig im Schnattermodus bin. Ich versuche jetzt mal, also normal so ein Aura-Nagel ist ja nur mit zwei Farben, dass ihr euch einen außenrum macht und in die Mitte eine andere Farbe aufgebt. Aber wie immer ist Do Nails und dieses Dipping Powder System so eine Sache, was so ein bisschen kreativ ist, wo man mitspielen kann, wo man neue Sachen ausprobieren kann. Und ich dachte mir, ich versuch's einfach mal. Ich bin gespannt, ob es klappt, so einen doppelten Aura-Nagel zu machen. Ich habe mich dafür entschieden, nach langem Hin und Her als Grundfarbe Happy Hour zu wählen. Deswegen öffne ich die jetzt auch einmal und am besten rührt euch immer einmal das Puder durch, damit das sich auch schön auf eurem Nagel verteilt. Schüttelt das einmal durch, dann habt ihr einen besseren Auftrag davon. Nur als kleiner Tipp. Dann gehe ich nochmal hier in meinen Base Coat rein. Auch den trage ich wieder so ein bisschen in einer dünnen Schicht überall auf. Bei dem übrigens jetzt bitte nicht über den Rand kommen, nicht auf die Nagelhaut kommen. Da müsst ihr echt so ein bisschen präziser arbeiten. Und hier ist jetzt zum Beispiel noch genug drin. Deswegen einmal im 45 Grad Winkel ab ins Puder. Ein wenig abklopfen und mit dem Pinselchen wieder die Reste zurück ins Töpfchen. Für eine deckendere Schicht natürlich einfach zweimal reindippen. Dann wird das Ganze auch ein bisschen deckender. Also wieder den Base Coat einmal dünn auftragen und ein zweites Mal hineingedippt. Wieder abklopfen, wieder abpinseln. Und ich lasse das immer so einen ganz kleinen Moment so kurz anziehen, bevor es weitergeht. Jetzt denke ich, es wäre ganz cool, außenrum so ein bisschen Afterparty in die Mitte zu geben und dann so als kleinen Tupfer gelb, also Flashlight, damit wir so einen richtig schönen Übergang haben. Ich bin gespannt, in meiner Vorstellung sieht das Ganze gut aus, wie es letztendlich wird. Ich mache mir mal hier die zwei Döschen parat und lege mir hier auch direkt meine zwei Pinselchen hin, die ich dafür benötige. Ein wenig Platz schaffen und wegräumen, was ich gerade nicht brauche. Und dann geht's nochmal mit dem Base Coat weiter. Und davon trage ich mir jetzt auch eine dünne Schicht auf. Jetzt geht's quasi zu unserem Aura-Mittelpunkt. Und dafür nehme ich den größeren Pinsel. Und das hier ist so ein bisschen wie so ein Babyboomer. Davon gibt's von mir natürlich auch, wo ich euch einmal mitgenommen habe. Und den dipselt ihr so quasi in die Mitte rein. Jetzt versuche ich, weil ich ja noch eine dritte Farbe reinbringen möchte, das ganz, ganz vorsichtig hier so ein bisschen wegzunehmen, ohne zu viel an den Base Coat zu kommen. Der Farbunterschied ist jetzt nicht zu krass. Ich bin gespannt, wie es letztendlich aussieht. Das mit dem Wegpinseln hat einigermaßen gut funktioniert. Und ich gehe mir jetzt nochmal mit dem Base Coat
über meinen Nagel drüber und versuche hier echt dünne Schichten hinzukriegen, denn natürlich, hier kommt einiges an Pulver auf meinen Nagel gerade drauf. Jetzt versuche ich mit dem kleinen Pinselchen, das ich hier habe, gerade in die Mitte mir hier ein bisschen von dem Gelb aufzunehmen und wirklich nur so die Mitte zu erwischen. Das hat suboptimal funktioniert, Leute. Ihr habt schon mitgeguckt, ne? Aber auch hier gehe ich jetzt drüber und versuche nur so ein bisschen das Puder wieder zurückzunehmen und versiegel das Ganze jetzt mit dem Ghostly. Ihr könntet übrigens auch das Base Powder dazu nehmen, um das Ganze zu versiegeln. Ich habe Ghost Clear hier, also so ein durchsichtig, und damit kippe ich jetzt einmal hier drüber. Das ist auch ganz gut, wenn ihr so Glitzergeschichten habt, da nochmal mit drüber zu gehen. Ihr könntet natürlich auch rein dippen, aber ich versuche nach Möglichkeit, mir mein Puder nicht so dreckig zu machen. Und deswegen mache ich das einmal so und gehe hier ganz sachte mit drüber und nehme mir den Rest einfach hier auf meine Matte. Der erste Aura-Nagel meines Lebens ist nicht gerade der beste geworden. Wie gesagt, ist auch mein erstes Mal. Ich wollte euch einfach nur mitnehmen und bin gespannt. Aber vielleicht sieht es am Schluss richtig gut aus. Natürlich könnt ihr die Farben machen, wie ihr wollt. Aber was ihr immer machen müsst, ist, nachdem ihr das gemacht habt, den Activator drauf geben. Da ist auch so die letzten Reste hier. Und mit dem gehe ich jetzt einmal hier drüber. Da müsst ihr nicht aufpassen. Da könnt ihr an die Ränder kommen. Und vor allen Dingen nehmt auch die Ränder richtig gut mit. Auch die Spitze vorne richtig gut mit. Denn das härtet euren Nagel immer so ein bisschen aus. Der muss für 2 Minuten jetzt einwirken. Und in der Zeit übe ich schon mal ein bisschen weiter an den anderen Nägeln. Vielleicht werden die ein bisschen besser, wie der hier. Und auch die restlichen Nägel sind geaurat. Also irgendwie, ja, ich glaube, ich hätte vielleicht andere Farben nehmen können, aber irgendwie gefällt es mir. Ich komme ein Stück näher. Auch da ist im Moment der Activator am Einwirken. Der Nagel ist ja schon ein bisschen länger und ich sehe schon, vielleicht seht ihr das auch, die sind echt dick geworden, weil halt viel drauf ist. Also da ist jetzt Handarbeit angesagt, denn ich hatte nicht das Glück, rechtzeitig diesen tollen neuen Fräser zu bekommen, auf den ich so scharf bin. Denn Do Nails hat ja einen neuen Fräser rausgebracht. Da wird es aber auf jeden Fall einen Restock geben und dann liege ich sowas von auf der Lauer. Ich habe hier noch meine Arbeitsmaterialien und meine Handarbeit, mit denen ich das Ganze jetzt einmal, nachdem der Activator, wie gesagt, für 2 Minuten eingewirkt hat, einmal runterfeile und wirklich die Nägel so ein bisschen flacher mache. Wenn ihr manchmal sehen könntet, was ich hier für eine Sauerei mache in der Zeit. Ich bin fertig mit Feilen. Liebe Grüße an die liebe Bea und die liebe Miami, mit denen ich gerade noch so ein bisschen geschnackt habe. In der Zeit, wo ich hier meine Nägel am Feilen war. Die sind jetzt aber einmal ready. Und schaut mal, so sieht das bis jetzt aus. Also ich hätte ein bisschen sauberer arbeiten können, da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber irgendwie, das erinnert mich so ein bisschen, eigentlich sind das keine Auranägel, sondern Batiknägel geworden. Was ganz cool war beim Feilen, kam dann wirklich so dieses Rosa auch noch ein bisschen zum Vorschein. Und letztendlich sieht man das Ergebnis natürlich auch erst, wenn der Topcoat drüber kommt. Ich habe auf meine Nägel natürlich nach dem Feilen nochmal den Activator für 2 Minuten drauf gemacht. Und jetzt geht es an den Topcoat, den ich einmal hier habe. Nicht verwechseln mit dem Basecoat. Da bin ich auch so ein bisschen Profi drin, das hier und da mal zu verwechseln. Ich bin so richtig, wirklich, diese Farben machen mir gute Laune. Ich finde die richtig schön. Das wird so langsam, wird es hier so wärmere Temperaturen. Sommerlicher Frühling sind wir ja erst. Aber ne, so ein bisschen mehr Stimmung hier. Und ich greife jetzt einmal zu meinem Topcoat und mache den
letztendlich zur Versiegelung einmal über die Nägel drüber. Ich habe versucht, es so dünn zu feilen, wie es halt eben ging. Wie gesagt, man hat da schon sehr viel Produkt, gerade wenn man meint, so wie ich, man müsste dann noch zwei Farben einarbeiten. Und ich komme ein Stückchen näher ran, damit ihr das auch seht. So sieht das jetzt einmal aus. Natürlich auch der Topcoat muss noch 2 Minuten trocknen. Und das ist jetzt einmal mein fertiges Ergebnis für das erste Mal. Wie gesagt, mit den Farben könnt ihr ja spielen, wie ihr möchtet. Ich mag meine Do-Nails einfach unheimlich gerne. Ich trage die unheimlich gerne. Es ist ein bisschen hier und da habe ich ein bisschen schlampig gearbeitet. Ich gestehe. Aber umso genauer ihr das macht, umso besser ist es natürlich auch. Und es funktioniert und hält auch tatsächlich besser, wenn ihr längere Fingernägel habt. Die züchte ich mir hier jetzt nochmal ein bisschen nach, weil ich ganz weiche Nägel habe. Sobald ich hier Do-Nails runter habe und nichts drauf habe, brechen die natürlich bei mir auch ab. Die werden jetzt aber wieder lang gezüchtet und irgendwie ich mag das Ergebnis und schreibt mir gerne, wie ihr diesen, naja, Look in dem Sinne findet. Irgendwie macht es mir richtig gute Laune. Ich hoffe euch auch und ich hoffe auch, dass ihr gute Laune mit mir und dem Video hattet und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Ganz viel Sonnenschein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!